Willkommen zu einem neuen TechView Podcast, der Tech-Show rund um Gadgets, Open Source, Linux und Co. Und diesmal habe ich wieder ein Gadget hier dabei. Und zwar will ich das ein bisschen anders machen als die üblichen Tests. Ich hatte ja bisher immer Tests gemacht als ja, B-Roll und dann einfach drüber gesprochen, einen Text, den ich vorher aufgeschrieben habe und wo ich Stunden dran gearbeitet habe. Diesmal möchte ich es ein bisschen spontaner machen und möchte das Xiaomi Mi 9T endlich mal testen. Es wird keinen Kamera-Review diesmal geben vom Xiaomi Mi 9T. Das werde ich alles hier reinpacken und das soll ein bisschen was ja authentischer sein, weil ich gehört habe, Leute mögen es nicht, wenn das so unauthentisch ist und so professionell. Also ein bisschen was unprofessioneller, dafür ein bisschen was frei aus dem Bauch heraus. Naja, ne, freier gesprochen. Und das soll halt eben dafür sorgen, dass Leute so ein bisschen was mehr authentische Informationen zu dem Gerät bekommen. Fangen wir zunächst einmal an mit den Specs zu dem Gerät. Also, was steckt hier in diesem Xiaomi Mi 9T drin? Ein Snapdragon 730 Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher steckt auf jeden Fall in allen Modellen drin. Ein WLAN AC steckt drin, ein Bluetooth 5 steckt drin. Eine Pop-Up-Kamera steckt drin, die sich hier oben befindet. Das heißt, ihr seht auch, ich habe ein Vollbild, keine Notch, keine Kamera vorne, keine Aussparung für die Kamera, sondern tatsächlich eine Pop-Up-Kamera, die sich hier oben befindet. Wir können das ja mal uns anschauen dort, wenn ich da mal die Kamera-App öffne und dann sage, fahr aus, fährt das ganze Teil auch aus. Und so ist es, glaube ich, noch spektakulärer. Ihr seht auch, es leuchtet. Und das Tolle, es ist einer der wenigen Smartphones, die noch mit einer Benachrichtigungs-LED kommen. Ihr seht das hier, wenn ich es rein und raus fahre, da leuchtet es blau. Und dieser blaue Ring hier, der gilt auch als Benachrichtigungs-LED. Eine tolle Sache, weil wenn ich das so in eine Hemdtasche reinstecke oder in meine Hosentasche reinstecke, kann ich einfach drauf gucken und sehe, wenn es blau leuchtet, ach, ich habe eine Benachrichtigung, kann mein Smartphone rausholen und sagen, okay, was ist denn das wirklich Sache? Das ist eine tolle Sache. Eine der wenigen Smartphones, die noch eine Benachrichtigungs-LED haben. Auch eine der wenigen Smartphones, die noch einen Kopfhöreranschluss haben. Ein guter Kopfhöreranschluss, Mittelklasse, solide Mittelklasse. Natürlich nicht so gut wie ein LG G7 oder ein V30, V40 mit dem Quad HD, mit einem Quad DAC, also einem Digital-zu-Analog-Konverter. Oder eben auch ein ZTE Axon 7 oder sowas. Das ist damit nicht vergleichbar, aber solide Soundqualität kommt da raus und das ist schön, dass man da immer noch kabelgebunden Musik hören kann. Ansonsten haben wir daneben auch hier unten angebracht verschiedene weitere Sachen. USB Typ C, 2.0er Geschwindigkeit leider nur, kein MHL-Support oder weitere Sachen wie HDMI-Output damit möglich. Hier ist der Einschub für die SIM-Karten. Das ist leider nur Dual-SIM, kein Hybrid-SIM. Ich kann also keine Micro-SD-Karte mit reinpacken. Und hier haben wir den einzigen Mono-Lautsprecher, der aber gut klingt. Das ist schon wirklich krass. Das heißt nämlich, dass ihr jetzt euch entscheiden müsst, wie viel internen Speicher möchte ich auf meinem Xiaomi Mi 9T haben. Das fängt bei 64 GB an und hört bei 256 GB wieder auf. Das heißt, 64 waren mir zu wenig, deshalb habe ich hier die 128 GB Version drin. Die kostet dann natürlich ein bisschen was mehr. Da müsst ihr also darauf achten, Speichererweiterung ist ohne weiteres nicht möglich. Ich glaube, USB-OTG müsste funktionieren. Ich kann es jetzt auf die Schnelle nicht testen. Ich habe es auch nicht getestet, wirklich. Aber das müsste dann eventuell doch funktionieren. Ansonsten bleibt ihr erstmal bei dem internen Speicher, den es da so gibt. Ja, was das Design angeht und die Verarbeitung. Ich habe es hier in der Hand. Ich habe es wunderbar in meiner Hand. Es klappt wunderbar, es liegt wunderbar in der Hand. Es ist ein bisschen was dicker, das kann man eventuell sehen hier an der Dicke. Liegt natürlich daran, ich habe jetzt noch ein Case drauf. Das ist das offizielle Xiaomi Mi 9T Case, das ich auch abnehmen kann, euch die Rückseite zeigen. Die sieht nämlich so aus in der blauen Variante. In der roten Variante wäre das rot und in der schwarzen Variante wäre das komplett schwarz und es wird dann nur ein Carbonmuster drauf zu sehen sein, also so ein Zickzackmuster im Grunde genommen. Das ist sehr schön. Hier können wir dann auch die Kameras sehen, die hier so angeordnet sind. Einmal 48 Megapixel mit einer Blende von f1.8, einmal die 12 oder 13, nee, 13 Megapixel Kamera mit einer Blende von 2.4 und eine 8 Megapixel Telezoom Kamera mit einer Blende von 2.4. Die 13 Megapixel Kamera ist die Superweitwinkelkamera und die 48 Megapixel die normale Kamera.
Das also kurz zu diesen Specs, die könnt ihr euch natürlich auch durchlesen. Designverarbeitung ist großartig, hintere Seite ist Glas, vordere Seite ist Glas, Gorilla-Glas geschützt, kein Problem. Auch die Verarbeitung dieses Case, was mitgeliefert wird, ist wunderbar. Ihr seht hier genug Aussparungen für die Anschlüsse. Es ist kein billiges Silikon-Case, sondern es ist tatsächlich ein Hart-Plastik-Case, das sehr, sehr gut hier drauf passt und sehr gut verarbeitet ist und ja, mit meinem Gerät quasi schon eine enge Verbindung eingegangen ist und ich es einfach nicht mehr abgenommen habe. Auch dadurch, dass eben hier die Kamera wunderbar geschützt wird durch das Case. Wenn ich mal nochmal das Case abnehme, sehen wir noch so ein paar Kleinigkeiten. Also wenn wir hier uns mal den Kamerahobel ansehen, der guckt schon, der lugt schon ein bisschen raus an diesen zwei Kameras. Zumindest hier hinten diese Kamera, die Hauptkamera, zumindest glaube ich, dass es die ist, steht zumindest dran, 48 Megapixel Kamera, die hat eben auch so einen kleinen Bump. Und das ist halt eben das, was diese Hülle wegmacht. Und dafür ist die halt sehr, sehr nützlich. Was wir auch sehen, sind so kleine Akzente, wie beispielsweise der Powerknopf. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann hier. Der ist rot unter der Lautstärkewippe zu finden, also auch eine schöne Geschichte, wie ich finde. Und das ist dann im Grunde genommen das Gerät. Solide in der Hand, wie gesagt, Verarbeitung ist gut, 6,4 Zoll, Super AMOLED-Display ist mit verbaut. Das sorgt für kraftvolle Farben, sehr gute Schwarzwerte. Wir können das ja hier mal sehen, da seht ihr, das hier ist tatsächlich richtig schwarz, weil es halt ein Super AMOLED-Screen ist und ja, das sorgt für eine super Verarbeitungsqualität. Für etwa 300 Euro, rund um die 300 Euro, wo ihr das Gerät findet, für ist das wirklich sehr, sehr toll gemacht. Im Übrigen auch das Xiaomi Mi 9T Pro, was ich jetzt nicht getestet habe, kommt im gleichen Design daher, gleiches Gehäuse, gleiche Qualität. Einzig der Snapdragon ist eben der 855er anstatt der 730er. Macht das einen großen Unterschied in Benchmarks. In der normalen Benutzung eher nicht. Der 730er ist auf einem Niveau eines Snapdragon 845er, also das Spitzenklassenmodell aus dem letzten Jahr. Und hier läuft alles sehr, sehr flott. Alles sehr, sehr flink. Es spart ein bisschen was mehr Strom, weil es in 8 Nanometer gefertigt ist, was eine tolle Geschichte ist. Und die 4000 mAh Akku sorgen auch dafür, dass ich hier locker durch den Tag komme. Also ich habe hier überhaupt keine Probleme, einen Tag zu überstehen, sogar zwei Tage zu überstehen. Hier seht ihr mal meine aktuelle Akkunutzung. Das ist also jetzt ein bisschen was ein ruhiger Tag jetzt gewesen, die letzten zwei Tage im Grunde. Und da bin ich gerade mal unter die 60% gefallen. Also näher mich den 50% an und habe schon einen Tag, 4 Stunden und 17 Minuten und 51 Sekunden das ganze Gerät benutzt. Display anzeigt, habe ich so erreicht, 7, 8, 9 Stunden, je nach Benutzung. Wenn ihr falls sehr, sehr viel GPS benutzt beispielsweise, geht es natürlich etwas schneller runter. Falls ihr aber dann nur Texte lest und keine Videos oder sowas andauernd anschaut, dann hält es natürlich auch schon locker länger durch. Also Akkulaufzeit ist gut, aber ist nicht auf einem Spitzenklassenniveau wie beispielsweise bei Huawei-Geräten. Ich möchte mal im Vergleich dazu nochmal das Huawei P Smart Z in die Kamera halten. Das hier hat ein größeres Display, ein IPS-Display, 6,6 Zoll, auch einen 4000 mAh starken Akku. Zugegeben, den etwas schwächeren Prozessor mit dem Kirin 710, aber auch im 12-Nanometer-Verfahren, glaube ich, ist er gefertigt. Also ein viel größerer Prozessor, der stromhungriger eigentlich ist. Und trotzdem beide etwa gleiche Akkulaufzeit. Das ist schon, spricht eigentlich für Huawei und nicht so sehr für Xiaomi, aber trotzdem ist der Akkulaufzeit nicht schlecht bei diesem Gerät, dem Xiaomi. Ja, also jetzt habe ich so ein bisschen die Specs angesprochen, das Design und die Verarbeitung angesprochen, die gefallen mir, sind sehr löblich. Kommen wir zur Software, die gefällt mir nicht so ganz, komplett nicht ganz. Also ich würde mal sagen, es ist immer noch ein solides Gut. Es ist natürlich immer Geschmackssache, ob eben einem die Software, die Xiaomi hier ausliefert, überhaupt gefällt, die MIUI, ob die einem gefällt oder ob sie einem nicht gefällt. Die ganzen Wischgesten sind wieder mit dabei. Die finde ich sehr, sehr gut. Da kann man also schnell durch das System navigieren. Und hier habe ich jetzt mal ein Spiel geöffnet. Da könnt ihr mal die Lautstärke hören. Also dieser Monolautsprecher klingt sehr gut. Es gibt vielleicht bessere, aber es ist immer noch in der sehr guten Kategorie, würde ich den anordnen. Er wird sehr, sehr laut, er wird nicht übersteuern. Zumindest bei dem, was ich bisher gehört habe, übersteuert es im Grunde genommen nicht. Also ein sehr, sehr solider, guter Lautsprecher, den Xiaomi hier verbaut hat im Mi 9T.
Und was die Software des Weiteren angeht, ein bisschen Bloatware ist vorinstalliert. Also es gibt eine eigene Kalenderanwendung, es gibt einen eigenen Dateimanager. Finde ich eine klasse Sache, weil man damit dann schnell Dateien austauschen kann, auch per Bluetooth oder so oder Kali Connect oder so etwas. Es gibt eine Fernbedienungs-App, die ziemlich interessant ist. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt öffnen kann. Genau, weil es gibt keinen IR-Blaster in diesem Gerät. Also das hier oben, was vielleicht einige neben dem Kopfhöreranschluss als IR-Blaster erkannt haben, ist kein IR-Blaster, sondern das da oben ist tatsächlich eine Mikrofonaussparung. Die Fernbedienungs-App ist nur dafür da, sich mit einem WLAN mit einem MiTV-Gerät zu verbinden, was wir hier in Europa nicht haben. Deshalb, warum das da ist, keine Ahnung. Zumindest habe ich bisher noch kein Xiaomi-TV-Gerät gesehen hier in Deutschland. Dann MIUI Forums-App ist mit dabei, die ermöglicht euch halt eben im Forum rumzusurfen und eure Probleme dann zu teilen oder nach Problemlösungen zu gehen. Bloatware, ganz klar, genauso. Also Notizen-App nicht so. Mi Video würde ich auch gerade auf der Grenze sehen, eine Musik, eine Videoverwaltung, die die letzten Videos so ein bisschen verwalten kann, ist, glaube ich, keine Bloatware. Das ist schon wie die Musikverwaltung selber essential, würde ich sagen. Funktioniert auch gut, auch die Musikverwaltung hat da, außer meinem komischen Musikgeschmack, den es anzeigt, ist das im Grunde genommen eine super Verwaltung. Man kann schön suchen, man kann Musik schön hören damit. Das ist also keinerlei Problem, was das angeht. Es gibt eine Bereinigungssoftware, die es ermöglicht, eben das Gerät zu bereinigen. Und da kann man eben Cache-Dateien löschen und weitere Optimierungen durchführen. Finde ich auch eine gelungene Sache. Kann man das ein oder andere mal machen, um das Gerät noch ein bisschen aufzupolieren. Was ich komplett überflüssig halte, ist der Browser von Xiaomi. Ja, er funktioniert, er benutzt die Blink Engine, aber es wird sowieso der Chrome mit vorinstalliert. Warum brauche ich noch einen extra Browser? Ich habe jetzt noch einen Firefox installiert. Das sind so die gängigen Browser, die auch funktionieren. Also Xiaomi Browser, Bloatware aus meiner Sicht. Was die Software ansonsten angeht, warum bin ich nicht zufrieden mit der Software, was ich ja kurz angesprochen habe, liegt einfach daran, ich hatte so ein paar Kinderkrankheiten doch gemerkt, weil die Bedienung gefällt mir von der Software her eigentlich gut, die Systemeinstellungen, ja gut, die haben sie ein bisschen was geändert, ich benutze jetzt hier das dunkle Theme, weil es ein super AMOLED-Display ist, es gibt auch ein helles Theme für die Leute, die sich wundern, die Einstellung könnt ihr hier ein bisschen mal sehen. Aber was mir nicht gefallen hat, sind so ein paar Sachen. Wenn ich in der Kamera-App beispielsweise, hier habe ich die Lautstärke-Taste, die kann ich drücken. Dann nimmt er in 3, 2, 1, meins ein Foto auf. Und das Foto sieht dann, ich habe es jetzt verpasst, aber sieht dann ordentlich aus. Aber diese Lautstärke-Taste beim längeren Fotoshooting oder sowas, wenn man halt mal was benutzen möchte, funktioniert nicht immer. Zumindest ist mir das schon mal passiert, dass sie eben nicht funktioniert hat, nur die Lautstärke geändert hat, auch nach dem Neustart des Programms. Kinderkrankheit, kann mal passieren, geht man in die Einstellungen, setzt man das neu, das Häkchen, dass man eben das verwenden möchte und dann war es das im Grunde genommen auch schon. Aber das zeigt so ein bisschen, dass da ein bisschen was Unfertiges ist und wenn es nur das eine gewesen wäre, hätte ich es vielleicht gar nicht erwähnt. Aber es sind noch andere Sachen, wie beispielsweise Bluetooth, wenn ich also hier Bluetooth anmache, funktioniert alles wunderbar. Wenn ich aber meine Kopfhörer vorher anmache und dann Bluetooth 4 anmache, funktioniert erstmal scheinbar alles wunderbar. Es wird eine Verbindung hergestellt, ich kann meine Musik anfangen zu hören. Doch nach ein paar Sekunden bricht die Musik einfach ab oder es gibt halt irgendwelche Störgeräusche und Ruckler und Zuckler. Das habe ich alles nicht, wenn ich das Bluetooth vorher anmache und dann meine Bluetooth-Lautsprecher oder meine Kopfhörer anmache, dann läuft das alles wunderbar, ohne Probleme, flüssig ab. Andersherum leider nicht. Das ist so ein Problem, was ich das erste Mal bei einem Gerät überhaupt hatte, bei einem Android-Gerät erstmal hatte und was mich so ein bisschen gewundert hat. Da war noch was, GPS. GPS habe ich auch ein Problem gehabt. Ich benutze zur Navigation OSM-End und Here We Go. Das sind die zwei Map-Apps, die ich benutze in meiner Wahl. Die Offline-Navigation auch können wunderbar und sich für Online-Navigation dann oder online dann nur die Verkehrsdaten oder sowas holen, was eine sehr, sehr nette Geschichte ist. Was nicht funktioniert hat, ist teilweise, oder was mich genervt hat, was mir öfters aufgefallen ist, ich habe eine Route berechnet. Also er hat mich gefunden, ich berechne eine Route und will jetzt die Route starten, weil ich also mit meinem Fahrrad losfahre oder meinem Auto sitze und losfahren möchte. Und dann klicke ich auf Starten und dann steht Warten auf GPS.
dann hat er mich einfach wieder vergessen oder das GPS funktioniert nicht mehr oder ich weiß es nicht. Und dann ja, muss ich das Programm neu starten, dann funktioniert es auch wieder. Da es jetzt nicht nur mit einer Map-Applikation aufgetreten ist, sondern mit beiden Map-Applikationen, die ich standardmäßig benutze, gehe ich davon aus, dass es ein Problem mit dem Xiaomi-Gerät ist, weil auf dem Huawei P Smart Z habe ich die beiden Apps auch benutzt und hatte diese Probleme nicht. Das heißt, das sind so ein paar Kinderkrankheiten, die mir irgendwie dazu geführt haben, dass ich sage, ja, es ist noch nicht ganz ausgereift, die Software, und benötigt da so ein bisschen was Updates. Aber ansonsten im Alltag keinerlei Probleme, was Abstürze von Programmen angeht, die Xiaomi selber ausliefert oder die Android-Anwendungen und so, die ich benutze, hauptsächlich keinerlei Probleme, was Abstürze angeht. Das sind also so die einzigen Kinderkrankheiten, die mir so aufgefallen sind, die ich bei anderen Android-Smartphones so nicht hatte. Auch die Probleme, die einige berichten über Notifications, deshalb habe ich die Notifications immer hier drin gelassen, keinerlei Probleme gehabt. Also die Notifications kommen an und werden auch oben angezeigt, wenn da wirklich eine Benachrichtigung ankommt. Also da keinerlei Schwierigkeiten, was Benachrichtigungen angeht. Es gibt ein Always-On-Display hier auch. Ich habe das bisher tatsächlich tunlichst ignoriert. Inaktivitäten-Display nennt sich das Ganze. Und das kann man dann mal aktivieren. Und da kann man sogar auch einen Zeitplan für einschalten, was ich sehr schön finde, wo das Inaktivitäten-Display einfach ausgeschaltet ist. Also wenn ich schlafen gehe, dann brauche ich kein Display, was always on ist. Und jetzt kann man es mal testen. Ich habe es angemacht. So sieht das Ganze dann aus. Es zeigt mir also die Uhrzeit, die Prozentanzeige des Akkus und auch der Fingerabdruckscanner, der leuchtet. Das ist eine tolle Sache, weil dann kann ich einfach draufpappen und dann habe ich das ganze Ding entsperrt. Weil was mir auch aufgefallen ist, teilweise dieser Fingerabdruckscanner, wenn ich Inaktivitäten-Display ausgeschaltet habe und das Gerät ausschalte hier, dann seht ihr, der Fingerabdruckscanner, die Position wird dargestellt hier. Die verschwindet dann nach einer kurzen Zeit und wenn ich das Gerät in die Hand nehme, leuchtet es wieder. Aber das macht es leider nicht immer, gerade in der Nacht, wenn ich da mal, oder abends, wenn ich da mal dran gehe und das dann machen möchte und papp den Finger drauf, weil ich gewohnt bin, ja, es entsperrt dann, tut sich nichts. Also es tut sich nur was, wenn tatsächlich das hier auch angezeigt wird. Ansonsten, wenn es ausgeschaltet ist, tut sich nichts. Und klar, wenn ihr das, es schaltet sich an, sobald ich das, jetzt ist ausgegangen, sobald ich das irgendwie in die Hand nehme, schaltet es sich an, jetzt ist wieder an, aber sehr, sehr dimm geschaltet und dann kann ich das auch wieder benutzen. Das ist mir aufgefallen. Also das mit dem Fingerabdruck auch nicht funktioniert, nicht immer funktioniert, gerade wenn es ausgeschaltet ist. Mit dem Inaktivitätsdisplay angeschaltet gibt es das Problem natürlich nicht. So, wenn ich hier meinen Finger drauf packe, seht ihr, ne, Profi-Effekt, eigentlich sehr schnell. Also das Huawei P30, was ich auch noch habe, was auch sowas hat, ich merke den Unterschied nicht. Also es ist nicht irgendwie ein himmelweiter Unterschied. Vielleicht ist das Huawei P30 ein bisschen was schneller, was das Entsperren angeht. Ansonsten überhaupt keine Probleme, was das angeht. Funktioniert tadellos. Gefällt mir. Der Fingerabdruckscanner ansonsten. Das also zu der Geschichte mit dem Fingerabdruckscanner, der bei Nacht teilweise dann nicht mehr angeht und ich muss tatsächlich das Display dann einmal draufdrücken und kann dann das ganze Gerät entsperren. Eine Entsperrmöglichkeit über die Pop-Up-Kamera gibt es auch, aber die ist natürlich lahm, weil die Pop-Up-Kamera muss erstmal hochfahren und dann kann eben ein Bild von mir geschossen werden und ich eingescannt werden und natürlich wirklich sicher ist das Ganze natürlich auch nicht. So, das also zu der Geschichte, was die Pop-Up-Kamera angeht. War da noch was? Ja, die Kamera. Kommen wir mal zur Kamera und zur Kamera-App. Die finde ich recht gut gelungen. Wenn man Fotos schießt, gibt es natürlich die üblichen Modi, beispielsweise den Bokeh-Modus oder den Porträt-Modus. Und dann sieht man halt hier, gibt es auch Bearbeitungsmöglichkeiten. So kann ich jetzt zum Beispiel sagen, jetzt ich habe ein Porträt aufgenommen, ich möchte aber die Blende ändern und kann jetzt die Blende frei wählen, wie ich das haben möchte. Das ist also im Nachhinein auch änderbar im Porträt-Modus. Oder ich kann auch sagen, ich möchte hier in spezielle Modi gehen und beispielsweise mich speziell ausleuchten lassen, Studio-Modi oder sowas machen, das geht hier auch ohne Probleme. Das also von der Bearbeitung her und von den Fotos her bin ich wirklich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für 300 Euro liefert es annähernd so gute Qualität wie beim P30, also sehr nah ran kommt es daran, also Spitzenleistung liefert die Kamera, 48 Megapixel, sehr gut. Klar, im Dunkeln
zerfällt der Telebereich und auch eben der Superweitwinkelbereich. Die 48-Megapixel-Kamera selber geht noch okay. Der Nachtmodus geht noch okay, ist nicht auf Spitzenklassenniveau eines Huawei P30s, aber dafür liefert es wirklich für die Preisklasse, Preiskategorie 300 Euro, wirklich sehr gute Qualität. Und da kann man also nicht meckern. Kameras bin ich hochzufrieden mit, sind deutlich besser als beim Huawei P Smart Z, wobei die ja auch nicht so schlecht ist, aber für die Preisklasse ist das wirklich Spitzenqualität, was Xiaomi mit der Kamera hier ausliefert. Ansonsten, was kann man sonst noch sagen? Apropos Fingerabdruckscanner, ich weiß nicht, ob ich das mal zeigen kann. Man sieht den ja immer irgendwann mal, aber ich habe den, ja, hier sieht man es jetzt nicht, eine weiße Seite mal oder hier mal Spiegel Online geladen, da könnt ihr mal sehen, scrollen geht flüssig, also der Prozessor und die Arbeitsspeicheranzahl, das ist locker möglich. Auf einer weißen Seite, im Hellen, bei direkter Sonneneinstrahlung, habe ich den Fingerabdruckscanner mal gesehen. Also tatsächlich, man kann den unter dem Glas dann sehen, auf einer weißen Oberfläche, das geht. Das habe ich bisher mit meinem P30 noch nicht geschafft, aber hier ist es tatsächlich auch sichtbar. Also ganz Kleinigkeit, die man eventuell vielleicht auch erwähnen sollte. Ja, dann war es das im Grunde genommen so von meinem kleinen Ersteindruck oder nicht Ersteindruck, eigentlich mein Test von dem Xiaomi Mi 9T und meinen Eindrücken zum Xiaomi Mi 9T. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das Gerät ist für den Preis fast unschlagbar, würde ich sagen. Gerade durch die gute Kamera, durch die super Akkukapazität und die Akkulaufzeit, die hervorragende Verarbeitung von der Hardware, Software, das ist das, wo ein bisschen was gespart worden ist an Sachen Qualitätskontrolle, würde ich sagen. An der einen oder anderen Stelle merkt man das dann schon, dass das hier ein paar Problemchen gibt, die sonst bei anderen Smartphones nicht auftauchen. Aber im Großen und Ganzen kann man damit leben. Also es ist nicht irgendwie ultra störend, dass eine Grundfunktionalität überhaupt nicht funktioniert, sondern es sind halt hier und da mal ein paar Bugs, die einem auftauchen und die dann bei einem nächsten Update vielleicht wieder behoben werden. Oder vielleicht gibt es dann auch mit neuen Features auch neue Bugs. Ich weiß es nicht. Kameraqualität gefällt mir ziemlich gut. Die Lautstärke des Lautsprechers ist gut, der Lautsprecher für die Preisklasse angemessen, Kopfhörerbuchse, Daumen nach oben und auch für die Preisklasse vollkommen angemessene Qualität. Und ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen, als zu sagen, ein gutes Smartphone kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der freie Softwareindikator, den darf ich nicht vergessen. Ich habe bei meinen Reviews immer den freien Softwareindikator, der bewertet von 0 bis 10, wie freiheitsgewährend ein Produkt ist. Und dieses Produkt hier, das Xiaomi Mi 9T, kriegt 3 von 10 Punkte. Warum 3 von 10 Punkten? Weil es hat zwar einen entsperrbaren Bootloader, aber, also anders beim Huawei P Smart Z beispielsweise oder bei anderen Huawei-Geräten, es hat auch Open-Source-Teile, Komponenten, die angezeigt werden. Man kann sich den Quellcode herunterladen, ähnlich wie bei Huawei. Man hat den entsperrbaren Bootloader, aber es hat keine 4 von 10 Punkten bekommen, weil man da teilweise 72 Stunden drauf warten muss oder vielleicht eine Woche teilweise warten muss, bis man den Entsperrcode bekommt zum Entsperren des Bootloaders. Das geht bei anderen Geräten, beispielsweise den Sony-Geräten, deutlich besser. Da sagt man, man möchte es entsperren, gibt seine E-Mail an, sagt okay, Garantieverlust, okay und kriegt dann den Entsperrcode und kann sofort entsperren. Hier muss man tatsächlich sich mehrere Tage Zeit lassen, bis man das Ganze entsperren kann. Deshalb ein Punkteabzug dafür, deshalb nur 3 von 10 Punkten. Xiaomi, das muss nicht wirklich sein. Wenn ihr das so macht wie Sony, dann wäre das 4 von 10 Punkten. Ansonsten bleibt es bei 3 von 10 Punkten. Das Produkt ist somit nicht komplett GNU Stallman approved, aber auch nicht komplett unfrei. Man ist nicht auf Gedeih und Verderb vom Hersteller abhängig und kann zumindest eine eigene Software draufpacken, ein eigenes Betriebssystem draufpacken, da der Bootloader offen ist. Ich habe jetzt, glaube ich, keine alternative ROM dafür gefunden und ich habe auch nicht wirklich danach gesucht. Aber es ist auf jeden Fall möglich und aus dem Grund ist das sicherlich 3 von 10 Punkten wert. Ja, das war es im Grunde genommen auch schon für meinen kleinen Test zum Xiaomi Mi 9T. Wie findet ihr diesen Test, diese Art von Test? Ist das authentischer als so ein B-Roll und drüber sprechen, wo das natürlich etwas kompakter und vielleicht auch interessanter ist für den einen oder anderen? Es ist auch mehr Arbeit. Das hier ist zugegebenermaßen, ich mache mir ein paar Punkte und spreche in der Kamera deutlich einfacher zu machen. Ob es authentischer ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Xiaomi Mi 9T ist auf jeden Fall einen Blick wert und ich würde sagen, Daumen nach oben für das Xiaomi Mi 9T, weil es ist ein gutes Smartphone.